SFK. La 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 la. Guten Morgen, liebe Kinder. Guten Morgen, liebe Paula. Guten Morgen, Frau Fuß. Ja, eine neue Woche beginnt. Ja. Und diese Woche ist eine etwas kürzere Woche, weil diese Woche ist Donnerstag Feiertag und Vatertag. Ja. Das heißt, am Donnerstag haben wir keine Schule. Also heute ist Montag, der 18. Mai 2020. Zusammen? Heute ist Montag, der 18. Mai 2020. Gut, dann sag uns mal, was wir für heute geplant haben. Ja, das ist Schreiben und dann Mathe. Genau, und ihr wisst ja, am Montag schreiben wir vom Wochenende, aber vorher möchte ich gerne wissen, was du gemacht hast, Paula, am Wochenende. Und ich glaube, die Schüler sind auch schon ganz gespannt. Oh ja. Weil wir haben ja ein bisschen was verraten am Freitag, gell? Ja. Da haben wir gesagt, worauf wir uns am Wochenende freuen. Ja, ganz genau. Da haben wir aber einen Film gemacht. Genau. Den möchten wir euch jetzt zeigen. Richtig. Also, Film ab. Inselbill, so schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch. Ja, gell? Du, was hast du gesagt? Was schauen wir uns da an? Ja, rate mal. Das ist ja voll was Lustiges. Vielleicht kennst du das gar nicht. Wie heißt das denn? Ja, das ist so ein kleiner, das ist so ein kleiner Typ. Das ist so ein kleiner Kobold. Vielleicht kennst du den. Weißt du, der hat rote Haare. Nein, kenn ich nicht. Sagt mir nichts. Ja, Pumuckl heißt der. Pumuckl? Schade. Nein, das kenn ich nicht. Hurra, hurra! Kennst du das nicht? Nein! Das ist aber schade. Das ist ja wunderbar. Ja, guck mal da. Ich hab da schon das Video drin vom Pumuckl. Da können wir jetzt gleich gucken. Super! Ja, also, ich drücke jetzt mal Start. Ja! Mach mal! Ja, ja. Schneller! Schneller, Propeller! Du hast ja lustige Ausdrücke aus der Schweiz. Also. Pumuckl versteckt und niemand was mehr. Ja, es geht los. Ja, gut, dass ich eigentlich gut. Hurra, was muss das denn? Der Pumuckl. Was ist das denn? Ja, ja, ja. Du kennst es ja, du kannst das ja schon mitmachen. La, 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 la. Ist nur lustig. Meine Haare! Ja! Da, dort, schau, dort liegt er! Guck, da, guck, da ist der Meister Eder. Kennst du den? Nein! Auch nicht. 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22. Wo hupf der hin? 23, erzählt. 26. Kannst du auch zählen? Ja klar, kann ich zählen. Du weißt, das macht er immer. Wenn jemand kommt, dann wird er unsichtbar. Scheiß Schule! Ja, das hast du nicht gehört. Du, sag mal, was ist denn eine Scheißschule? Geh, Pumuckl, eine Scheißschule gibt's nicht. Naja, die zwei Buben, die sind doch Lausbuben. Nein, nein, das ist eine Schule. Willst du wissen, was eine Schule ist? Ja, und ob ich das wissen will? Eine Schule, das ist ein großes Haus. Ja, das große Haus gegenüber von der Wirtschaft, wo ich immer das Bier hole. Das so. Ist eine Schule. Was? Und warum sagen die Scheißschule, wenn es nur eine Schule ist? Das ist eine Hauptschule oder eine Volksschule. Und da gehen die Kinder rein, damit sie was lernen. Ah,
da geht man einfach in die scheiß Hauptschule rein und lernt. Wie macht man denn das? Lernen. Spaziert man da herum in dem Haus und lernt ärgern, zwicken und kratzen. Nein, nein, Pumuckl, das ist so, das musst du dir so vorstellen. In dem großen Haus sind viele Zimmer und in den Zimmern, das sind Bänke und Tische und da sitzen die Schüler davor, also die Kinder. Schüler. Und, vorne ist eine große Tafel und ein Pult. Und an dem Pult, da sitzt der Lehrer. Der Lehrer? Der bringt den Kindern was bei. Ach, und was bringt der bei? Also ein Lehrer macht die Kinder voller, nein, voller nein, Unsinn? Nein, nein, nein. Der bringt ihnen das Lesen und das Schreiben bei. Weißt du, was da uns rechnen, aha, was der Mensch hat alles so braucht. Was da, der Mensch das hat alles so wissen. Bei uns in der SFK. Der und so ein voller Lehrer ist auch ein Mensch. Ja, das ist auch ein Mensch, das ist sogar ein ganz gescheiter Mensch. Was? Ja, dann möchte ich auch mal in die Schule gehen. Ilsebill, ja? Weißt du, was wir machen heute? Nein. Rat mal, was es hier gibt. Du, keine Ahnung. Wir machen Popcorn. Echt? Ja, Popcorn. Ja, genau. Mit dem Gerät? Ja. Das zeige ich dir jetzt. Oh, jo. Da habe ich Popcorn. Die tue ich jetzt die hier rein. Körner. Ui, das rauscht. Wie Regen. Der Maisregen. Ja, verrückt. Ui, es dreht. Schneller, Propeller. Ist so, das jetzt heiß? Jetzt den Deckel drauf. Ja, ist das heiß. Ja, 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 ja. Und ob das heiß ist. Nicht die Finger dran machen. Ja, 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 ja. Guck mal da rein. Oh, ich bin so siehst du da unten? Wenn's ploppt. Da, das ist Popcorn. Kann nichts passieren, gell? Oh, ich auch. Das ist ganz lustig. Da erschreckt man erst. Aber es ist ja ein Deckel drauf, ein Plastikdeckel. Oh, wie lange dauert denn das noch? Ich habe schon so einen Kohldampf. Jo, Popcorn-Hunger. Tick mal ganz leise. Ja. Hörst du's? Wird Maschine dreht. Ja, sie surrt. Aber ich sehe noch nichts. Popcornkörner sind noch ganze Körner. La 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 la, Langeweile, Langeweile. Sag mal, Ilsebill, wie hast du das eigentlich im Zug gemacht? Was? Ja, da war es dir doch auch langweilig, oder? Ja, aber da hatte ich ein Buch dabei. Ein Buch? Ja. Welches Buch? Heidi. Heidi? Ja. Oh. Wirklich? Ja! Das ist aber toll. Ja! Da gibt's ja den Geißenpeter. Ja, den gibt's. Und den Almöhi. Und die Klara. Die Klara? Ja. Oh, was sind denn das für Geräusche? Klingt das noch gut? Ah, schau mal, Paula. Das Erste. Es ploppt, es ploppt, es ploppt. Oh, schau mal, schau mal. Oh. Ja. Ja. Und hüpf, und hüpf. Oh, jetzt geht sicher gleich bestimmt richtig los. Jetzt ploppt's gleich. Springt das denn ganz fest? Wow, hört ihr's? Wow! Schaut mal, der Dampf. Und wie das hüpft. Wow! Ein Deckel drauf. Was das noch um die Ohren fliegt? Popcorn! Hey, seht ihr das? Das ist der Wahnsinn! Der Hammer! Ja, der Wahnsinn!
Wow, voll Dampf. Ich probier mal. Lecker, Popcorn. Fein. Darf ich mal von deinem probieren? Darf ich mal probieren? Finger weg. Oh, du hast doch die gleichen. Mal schauen, ob die anderen schmecken. Hier. Merci vielmals. Probier mal. Die schmecken bitte gleich. Darf ich mal von deinen? Nein. Isabel, schau, guck wie ein Hund. Ich mache jetzt wie ein Hund. Nein, das ist grusig. Der Pumuckl hätte das bestimmt auch gemacht, gell? Ja, der, aber du doch nicht. Ja, und du, Frau Fuß, was hast du denn so gemacht am Wochenende? Ja, da habe ich habe zwar keinen Film gemacht dort, aber ich habe für die Kinder ein Foto dabei und das möchte ich ihnen zeigen. Und Paula, mein, du warst ja dabei und du hast ja da auch noch was ganz was Tolles erlebt. Das werden wir auch noch zeigen. Also schaut euch mal die zwei Fotos an. Ja. So, dann fangen wir an vom Wochenende schreiben. Ja. So, die Kinder, die im Klassenzimmer sind, die dürfen ihr rotes Heft nehmen. Ah, guck mal, hier liegt ja noch ein Popcorn. Oh, Mensch, das ist von gestern da noch übrig. Ah, Paula, ja, genau. Ist ein bisschen läbrig. Stärkst dich nochmal. Ja, das glaube ich. Ja, also erzähl mal weiter. Ja, also die Kinder, die in der Klasse sind, die dürfen ihr rotes Heft nehmen und da reinschreiben. Die Kinder, die zu Hause sind, die nehmen das Blatt hervor, das die Paula da liegen hat. Ja. Mein Wochenende, das Arbeitsblatt. Genau. Und die Kinder, die noch nicht schreiben können, die dürfen das Malblatt zu mein Wochenende nehmen und ein Bild von ihrem Wochenende malen. Genau. So, was müssen denn die Kinder, die im Klassenzimmer sind, als erstes denn machen im Heft? Was müssen sie zuerst reinschreiben? Ihren Namen. Wirklich? Der Name, der steht ja vorne auf dem Heft bei den Kindern. Das Datum. Genau, das Datum. Also ihr wisst ja, das Datum kommt rechts oben. Das. Genau. Und was kommt dann? Dann kommt die 5 Sätze. Nein. Was kommt denn dann? Nach dem Datum. Was steht denn bei dir auf dem Arbeitsblatt dann danach? Mein Wochenende. Ja, die Überschrift. Ja, endlich. Genau. Also die Kinder müssen dann die Überschrift schreiben, mein Wochenende. Und natürlich mit Lineal unterstreichen, die ja Überschrift. Ja. So, und jeder hat unterschiedlich viele Sätze zu schreiben. Wie viele Sätze sollst du schreiben, Paula? 5. Genau. Die anderen Kinder, die haben mehr Sätze oder weniger Sätze, je nachdem. Gut, was ist denn wichtig beim Schreiben? Dass man unterschiedlich beginnt. Ja, genau. Und Namenwörter groß, Nomen groß. Und du weißt, ich mag ja ganz tolle Erlebnisberichte mit Gefühlen drin, wie einem was gefallen hat. Ein bisschen beschreiben, wie es so war. Ja, also ich würde zum Beispiel schreiben, am besten hat mir die Aufnahme im Tonstudio gefallen. Ja, da war ich richtig aufgeregt und das war richtig toll. Genau, was würdest du denn schreiben, was dir am besten gefallen hat? Ich würde schreiben, mit Ilsebill hatte ich mal wieder so richtig Spaß. Das ist ein toller Satz. Genau. Okay. Und dann würde ich sagen, dürft ihr Pause drücken, so lange, bis ihr fertig seid. Und wir sehen uns gleich. Ja. Bis gleich. Bis dann. So, Paula, und was haben wir denn jetzt nachschreiben? Ja, da ist Mathe. Genau.
Und für Mathe, da holst du bitte dein Mathe-Arbeitsblatt aus dem Wochenplan. Ja. Und arbeitest es einfach selbstständig. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Moment, ich hol's gerade. Bis gleich. Ja. Tschüss. Tschüss.